Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 4. Wir wollen heute mal ein bisschen unsere Virtues, unsere Tugendhaftigkeit unter Beweis stellen. Vorher allerdings, ich habe nach dem letzten Mal noch mal ein bisschen Blut gespendet und wollen wir erstmal sehen, ob das gereicht hat, ob wir jetzt opferbereit genug waren. Dazu fragen wir den zuständigen Sachbearbeiter. Sacrifice. Ja, okay. Notiere ich mir das gleich auch. Sacrifice. Okay, Sacrifice haben wir noch gar nichts. Allerdings könnten wir theoretisch da partieller Avatar werden. Gut, das ist gut zu wissen. Okay, na gut, dann gucken wir erstmal, ob wir. Nee. Was haben wir denn? Wir haben Honesty könnten wir machen. Da haben wir das Mantra, die Rune und die den Ort des Schreins. Also zumindest grob. Und wir können Avatar werden, also partieller Avatar. Compassion haben wir schon. Justice können wir machen. Und Honor können wir machen. Okay, naja, immerhin ein bisschen. Dann, und ich wollte auch nochmal, welche Stadt fehlt denn noch? Und wir haben ja doch. Warte mal kurz. Hier. So. Richtige Fenster gefunden. So. Wo waren wir noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Das müsste Minox sein. Was wir erfahren werden, wenn wir dorthin gehen. Dort ist auch dieses ominöse Moongate, in das wir mal reingucken sollen, was uns laut Aussagen von dem sprechenden Ankh zur Rune, nee, gar nicht wahr, zum Shrine of Spirituality führt. Der uns allerdings noch nichts bringt, weil wir da noch nicht aufsteigen können. Sehr gut, okay, also Minok, aber das nehmen wir uns. Ja, okay, also Minok, ne? Da können wir bei Gelegenheit mal gucken. Dann haben wir erfahren, dass irgendjemand sich in diesem Lake versteckt hält. Sogar eine ganze Menge Leute, glaube ich. Ne, ist eine Hidden Village, so ist es. Only by Ship. Ja, das ist ein Problem. Schiff haben wir nämlich keins. Wir könnten uns dahin teleportieren, allerdings ist der See leider, ich glaube, ein bisschen zu groß, um da die richtigen Orte zu treffen. Oder zumindest, das ist nicht so einfach. Und ich meine, so blind durch die Gegend teleportieren, ich meine, es gibt den Blink-Spell und die, Spellbook beschreibt ihn auch und alles. Aber also wenn man so gar nicht weiß, wo es hingeht, ist das irgendwie so ein ungutes Gefühl, finde ich. Ich meine, spielmechanisch funktioniert er dann einfach nicht, aber so jetzt mal, ne, wenn man vorstellt, man würde das selber machen. So, ich guck mal, ob ich da irgendwo im Erdboden materialisiere oder in einem Berg oder so. Mal gucken. Nee. Okay, das ist also nicht so gut. Also das ist, aber das nehmen wir uns auch mal zur Kenntnis. In die Liste auf. So, müssen wir mal ein bisschen durchplanen hier, ne? Wir wollen ja mal ein Avatar werden. Und, so, was haben wir noch? Wir haben noch, was habe ich gesagt? Honesty können wir machen. Honesty, wissen wir, ist, also hier haben wir erfahren, dass es sich auf einer Insel im Norden befindet. Das kann ja dann eigentlich nur die oder die sein. Ich vermute mal, es ist die. So, auch diese Insel hat den Nachteil, wie alle Inseln in diesem Spiel, dass es eine Insel ist. Und wir da nicht so ohne weiteres hin können, weil wir, wie ich glaube schon erwähnte, kein Schiff haben! Und man in diesem Spiel auch kein Schiff kaufen kann. Man muss also hoffen, dass man eins kapern kann. Und dazu müssen wir erstmal eins treffen. Ich glaube, ich habe in einem der ersten Videos oder so, sind wir an ein paar Schiffen vorbeigelaufen. Aber, naja, so ist das halt. Aber hier könnten wir, hier sieht der Abstand relativ gering aus. Hier könnten wir vielleicht genug sehen, dass wir uns da rüber blinken können. Das können wir mal testen. Was haben wir noch? Honor. Nee, Justice. Wissen wir, wo Justice ist? Honor of, Shrine of Justice.
Wir wissen, wo der Shrine of Honor ist, lese ich hier. Shrine of Honor würde uns auch bringen. Shrine of Honor ist Trinsic war hier und da im Südwesten. Waren wir da? Genau, da war ich doch schon mal und das hat nicht funktioniert. Genau, jetzt können wir da. Okay, da können wir also auch hin. Das können wir auch fußläufig erreichen. Das ist auch gut. So, dann. Okay, was habe ich noch gesagt? Shrine of Justice. Haben wir da eine Ahnung? Was war denn die Town of Justice? Town of Justice ist You. Was haben wir in You erfahren? Shrine ist East then North. Von You aus. Hier ist You. Also hier. East then North. Okay, also hier. Das könnten wir auch vernünftig erreichen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir erstmal an. Wir sind hier, da gehen wir einfach mal irgendwo hin. So. In die Hände gespuckt und haben wir genug zu essen? Ich denke, das brauchen wir nicht. So. Okay, dann gehen wir mal los. Lalalala. Also, wir brauchen erstmal hier irgendeinen, genau, so einen Berg, wo wir, also so ein Gebirge, wo wir hier durch können, das ist gut. Und jetzt müssen wir einfach stumpf in den Norden. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Da ist ein Deep Forest. Da sehen wir nicht viel drin, aber ist ja nicht egal. Okay. Da müssen wir. Was? Das ist Yu. Okay, von Yu nach Osten. Okay. War da jemand? Guten Tag. Cyclops. Hallo. Möchtest du nicht mal. Ja, hau mal besser ab. Also, komm mal hier. Ey, Mama! So, das hast du nur davon. 22 Gold dafür alle. Naja, gut. Okay, Osten, Norden. What the fuck? Oh Gott, das ist ein Kraken oder sowas. Das ist kein Schiff. So, ist hier irgendwo. Da sind Will-O-Wisps oder wie die Dinger heißen. Haben wir hier irgendwo. Ey, warte, was passiert denn, wenn wir gegen dich kämpfen? Electrified. Das ist aber nicht so schön jetzt. Squid können elektrifizieren. Das ist mir neu, aber naja, gut, das ist ja. Fantasy, ne? It's magic. Haust du ab? Nee. Autsch! Fließt immer. Heavily wounded. So, come on. Kill it. Yeah. Und wir finden. Nothing. Das ist enttäuschend. Okay, also hier muss aber irgendwo. Muss hier dort. Da, gucke mal. Da unten ist natürlich Poison, weil. Na klar. Und da ist ein Schiff. Aber das machen wir gleich. Ein Schiff. Upon which virtue justice Spiel. Sind wir hier doch im Shrine of Justice. 3 Cycles. Begin Meditation. Genau. So, und jetzt suchen wir schon mal raus, wie das verdammte Mantra heißt. Sonst wird das hier eine kurze Meditation. Das müssen wir ja in You erfahren haben. B. Oder B. Lalala.
Thou hast achieved partial avatarhood in the virtue of justice. Sehr schön. Jetzt kriegen wir hoffentlich eine Vision, genau. Mit diesem komischen Dild, also mit diesem komischen, mit dieser Rune da. Justice. So, dann machen wir einen Screenshot. Und gut ist. Sehr schön. So, jetzt mal sehen, ob wir das Schiff hier kriegen. Natürlich, wenn wir vorher poisoned. So. So, komm mal her, du Schiff. 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 Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Also mal. Das ist jetzt aber lästig. Ach, mein Gott, ich will mit Piraten kämpfen, nicht mit euch Deppen hier. Lasst mich doch mal in Ruhe. So. Okay. Haha. Oh, du bist alleine. Das ist ein Solo-Schiff. Na gut, ist dein Problem. Hand, wir haben ein Schiff. Enter? Nee. Board? Ja, haha, so, jetzt haben wir ein Schiff. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Jetzt können wir mal gucken, ob wir... Oh Gott, wir haben so viel, was wir machen wollen. Okay, wir können erstmal dahin, wo ich mich hinblinken lassen wollte. Da können wir jetzt versuchen, ob wir... Ah, der blöde Wind. Ja, das ist alles ein bisschen lästig. Auf diese Insel mit dem Shrine of Honesty, da können wir mal gucken, ob wir uns da... Hier will ich eigentlich nicht lang. Ob wir da hinkommen. Das ist alles nicht so einfach. Eine Seefahrt, die ist zwar lustig, aber auch nicht ganz ohne... Es gibt Zauber, mit denen wir die Windrichtung ändern können. Und ich glaube, dieses Wasser ist das... Können wir da... Ja, da können wir rein. Die unterschiedlichen Wassertiefen haben auch noch... Oh, da ist was. Haben auch noch unterschiedliche Bedeutung. Hm. Das ist ein Dungeon-Eingang. Okay, den nehmen wir mal zur Kenntnis. Mhm. Oh, interessant. Hier ist ein Dungeon. Lalalalalalalalala. Da kann man nicht... Ach, das ist zu niedrig, das Wasser. Ne, das ist ja auch blöd. Wir haben leider keinen Beibo... Oh, Moment. Gab es nicht irgendwie... Board, Custom, bitte, bitte. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie man... also es gab in irgendwelchen Ultima-Teilen gab es so Beiboote. Das ist noch ein Dungeon. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist aber auch nicht, wo wir hinwollen. Nee. So, komm, fahr vorwärts her, Mensch. Okay, jetzt sind wir... Hier müsste Minox sein. Wollen wir da mal... Nee, da haben wir im Moment noch nichts zu suchen. Wir wollen erstmal die Schiffssachen erledigen. Jetzt, wo wir ein Schiff haben. Wir haben natürlich noch keinen Sextanten, was die ganze Sache so ein bisschen doof macht, weil wir nicht wirklich gut uns orientieren können. Also ich meine, wir haben zwar die grobe... können wir eigentlich auf dich schießen? Moment. Fire. Ja. Broadsides only. Okay, fire. Haha. Fire. Ha, da haust du ab, ne? Ja. Fire. 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 Ja, egal. So. Ich jetzt wüsste, wo wir sind. Sind wir jetzt da, wo ich schon hin will? Gucken wir mal. Wenn wir hier... nee, das sieht nicht richtig aus. Wir müssen, glaube ich, noch weiter nach Süden. Mal kurz die Karte zu Rate ziehen. Wir sind jetzt hier irgendwo. Hier an dem Fluss, den man so kaum sehen kann. Ich glaube, der war das. Da müssen wir noch ein bisschen ums Eck. Okay, gut. Nee, so.
Okay, hier haben wir jetzt. Okay, wie können wir jetzt das wieder verlassen? Can't. Exit. Ja, so. Wir merken uns, wir haben hier ein Schiff. Das darf ich nicht vergessen. Und auf dieser Insel soll sich der Shrine of Honesty befinden. Ne, das wird ja jetzt ein Spaß, den hier zu finden, ne? Ist der vielleicht in den Bergen? Ist der vielleicht mitten? Ist wahrscheinlich mitten im Wald, oder? Hättest du mir ein bisschen genauer... Da ist er! Okay. Guten Tag. Honesty. Wir wollen Honesty. 3 Cycles und während die Meditiererei beginnt, gucken wir schon mal, wie das verdammte Mantra heißt. Honesty. Mantra of Honesty ist Arm. Okay. Was wir unbedingt per Schiff machen müssen. Ja. Wir sollten hier nach Buccaneers Den uns mal umgucken, weil da sollten wir irgendwas erfragen. Und Buccaneers Den ist, naja, klingt ja so ein bisschen nach per Schiff zu erreichen, ne? Und, ach nee, nach Dings wollte ich, nach Kauf. Nee, nicht nach Kauf. Wie heißt das Kaff? Ich weiß gar nicht, wie das Kaff heißt. Die Hidden Village. Mhm. Also die Hidden Village, da wollen wir hin. Okay, jetzt kriegen wir erstmal unsere Vision. Das ist schon wieder das Ding. Das ist hier. Honesty. Okay. Jo, haben wir gesehen. Dankeschön. So, jetzt wieder zum Schiff. Und aber, wie gesagt, Buccaneers Den müssen wir auch noch machen. Das ist, das klingt ja schon so ein bisschen nach, ne? Piraten und so. Board. Dann finden wir das sicherlich da, wo es Piraten gibt. Wie kommen wir jetzt von dieser verlaufenden Insel runter? Weg. Können wir hier durch? Ja, hier können wir durchfahren. Können wir hier durchfahren? Ja, hier können wir durchfahren. Nee, hier. Hier. Ja. Hier kommen wir nicht durch. Ach, das ist doch... Oh, da ist noch ein Schiff. Ja, da haben wir die abgehängt. Na gut, dann fahren wir einfach mal... Oh, wir haben dich nicht abgehängt. Eieieiei. Weißt du was? Wir exiten mal. Und nehmen uns noch ein Schiff. Hahaha, 2 Schiffe, das ist Wohlstand. So, also ich notiere mir mal kurz, wo zur Hölle sind wir hier? Das ist die Moonglow-Insel. Die hat auch einen Namen. Sekunde. Verity Isle. Boot North Verity Isle. Das war das Wiederfinden. Dann nehmen wir jetzt nämlich das neue Board. So. So, dann fahren wir hier mal rum um das Inselchen. Das ist, nee, können wir hier nicht rumfahren. Was bist du denn zur Hölle? Nixies. Das ist ja putzig. Ich meine, irgendwie finde ich. Hallo. Nichts, die fliegen, das ist gut. Aua, aua. Was machst du denn? Ich meine, seid ihr nicht. Nixies. Nee. Komm mal her. Ja, ja, komm her. Nixi. So, Nixi fliegen. Ja, dann hau auch ab, bitte. Du schießt da nicht noch auf mich, wenn du abhaust. Blöde Mistding. Okay, also fahren wir doch lieber hier rum. Oh, was ist das? Wollen wir da rein? Wollen wir da rein? Wollen wir da rein? Wollen wir da rein? Fahren wir mal rein. Nee, da. Okay, das ist ein Whirlpool. Wir sind zum Glück nicht in Ultima 5. Der bringt uns irgendwo hin. Der bringt uns, glaube ich, genau dahin, wo wir hinwollen.
Ist das nicht der Lock Lake hier? Ich glaube, das ist er. Wenn wir jetzt einen Gem hätten, könnten wir da reingucken und dann würden wir das sehen. Ich glaube, das ist der. Oder ist Cove die Hidden Village? Ich gucke gerade. Schauen wir mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Och, ist das wirklich nötig hier? Komm her. Okay, lassen wir mal da. Wind South Slope Project, der kommt also aus Süden. Okay, gut. So, gut, dann fahren wir jetzt mal hier hin. Ich glaube, das ist der Lake. Also ich glaube, wir sind jetzt genau hier. Und hier oben, ja, da sind wir in dieses deiner Sumpfgedöns reingefahren. Und jetzt fahren wir nach hier. Und hier soll irgendwo ein Hidden Village sein. Und ich weiß, dass es hier eine Stadt gibt, die Cove heißt. Ich weiß nicht, ob das das Hidden Village ist. Guck mal, da ist auch ein Schrein. Bei dem wir übrigens schon waren. Das ist der Shrine of Compassion. Okay, da kommen wir nicht hin. Okay. Hier können wir aber hin. Guck mal. Exit. Und wir sind in Cove. Das ist das Village. Ich dachte mal, Cove wäre eine Stadt. Aber, Moment. Nee, Cove ist mit keiner Tugend verbunden. Also gedingst, ne? Assoziiert. Okay, ja, dann war Cove das Hidden Village. Okay. Also habe ich quasi nicht gewusst, dass das Cove heißt. Das habe ich jetzt erst erfahren. Ja, es sind ja immer diese Bits and Pieces, die man aus alten Spielen nach weiß. Zum Beispiel die Namen von irgendwelchen Orten. So, dann sind wir jetzt in Cove. Und holen uns einen neuen Zettel. Und fangen wir mal an, mit Leuten zu reden, wenn wir schon hier sind. Ich meine, ne? Guten Tag. Du bist Frontis. Du machst... Welcome to Cove, the hidden city of wisdom. Okay. Hidden City of Wisdom, ist das wichtig? Wisdom ist aber keine Tugend, witzigerweise. Also, das ist ja hochinteressant. Herein is found much wisdom and peace. Find peace in our shrine. Ihr habt einen eigenen Schrein, über den du nichts weißt. Okay. Kennst du dich mit Mantras aus Runen? Wie geht's dir? Well. Art thou well? Oh yes. Very good. Was passiert, wenn wir Nein sagen? No. Visit our healers. I'm sure they can help thee. Healers. Achso. Okay, danke. Okay. Schreien. Na gut, dann gehen wir erstmal alles ab hier an. Hier ist wieder alles dunkel. Oh, was? Hallo? Ist hier gerade ein satanischer Zirkel und ist es irgendein Opferritus? Ist das da ein Kind, was da verbrannt wird? Fragen wir mal. Spellbind, Slender Mage, okay. Are you burning... Achso, Children, das kann man nicht schreiben. Burn Child. Ah. Verweigerst die Aussage, verstehe. Okay, ist wahrscheinlich... okay. Du hast nochmal Spellbind. Okay, dein Job ist... End of the Codex, natürlich. Ach, nee, ach so, jetzt... Ah, so ein Codex. Also das ist kein Wunder, dass der im Ibis ist. Das ist... Ah, deswegen will Lord British den verstehen. Eieieiei. One must know the combination of the three principles of virtue. Das klingt wichtig. Spellbind... No. The combinations. Combination.
of the three principles. Principles of virtue. Okay. Combination. The combination of the three principles of virtue equals the measure of time and space. Okay. Combination of the three principles equals the measure. Measure of time and space. Also nicht Measure im Sinne von Einheit, weil das wäre ja, ne? Measure of time and space. Klingt mir nach einem relevanten Hinweis. Measure space time virtues. Und was hat das mit dem Kodex zu tun? Principles. Okay, irgendwie brauchen wir das dafür. Gut, naja, okay. Und was sagen hier deine satanischen Brüder? Toll, Mensch. Wie heißt du? Shaman. Job. I burn children. I study the one thing that is the secret to the codex. Burning children. Nee? One. Codex. The one pure axiom is more endless than the changing tides, more eternal than day and night. Okay. Shaman sagt. The one pure axiom. Axiom. The one pure axiom. Is more endless? More endless. Du begibst dich da linguistisch aber auf ganz dünnes Eis. Then the changing tides. The changing tides sind ja nicht endless. Ach so, etwas, das wirklich endless ist. Okay, gut. Meinst du da? Also, the one pure axiom is really endless. Also, ist etwas wirklich endless. Also, das eine Axiom ist wirklich unendlich, sozusagen. Okay, na gut. More eternal und ewig. Unendlich und ewig. More eternal. Das ist jetzt wieder, ne? Ganz dünnes Eis. Then day and night. Day and night sind auch nicht eternal. More eternal than day and night. Also mit anderen Worten etwas, was wirklich wirklich endlos und wirklich ewig ist. Im Gegensatz zu den Beispielen, die du hier angeführt hast, die es genau nicht sind. Okay. Okay. Weiß nicht. Endless. Weiß nicht. Mantra? Schon, ich meine, wir haben ja keine Tugend mit hier, mit dem Ort. Deswegen wird es hier wahrscheinlich auch gar nichts geben, denke ich. Ja? Okay. Okay. So, haben deine anderen Kollegen hier. Fair Sorceress. Okay. Charm. Das. Das sind eure Straßennamen, ich merke schon, das heißt ja nicht wirklich so. Oder eure Kultnamen hier in eurem, ne? Health? Well enough. Ja, zu viel Drogen. Job. I ponder the key to the axiom. Okay, key. Ja, du bist auch ein bisschen. The one pure axiom encompasses all things. Okay, The one pure axiom. Okay, es gibt also nur eins. Oder zumindest ein wahres. Oder ein reines. Encompasses all things. Know ye what they are. Nö, nicht mal ein bisschen. Okay.
Und zwar The Truths of the Universe. Gibt es da mehrere? Okay. Ja, das ist gut, klar. The Love of the Heart. Mhm, ja. And the Courage of the Soul. Letzteres haben wir nicht. Machen wir uns keine Sorgen. Courage of the Soul. Obwohl, Heart haben wir bestimmt auch keins. Nee, zumindest nicht im weiteren Sinne. Okay, das ist Truth. Nee, Truth Perks. So. Love. Courage. Axiom nochmal. All things. Jetzt weiß ich's. Gut. Okay. So, ihr scheint euch ja hier mit dem Kodex ganz gut auszukennen. Sürze. Heth? Well, job. I teach. Oh, du, dich hätte ich zuerst fragen sollen. Du kennst sie aus. The whole of the axiom is greater than all its parts. Das ist nicht so hilfreich. Aber ich schreibe es trotzdem auf. The whole, das Axiom, das klingt irgendwie wichtig. Whole of the axiom is greater. Ich meine, das klingt so ein bisschen nach Glückskeksweisheit, aber greater than all its parts. Mhm. Ist das so? Parts. Oh, wow. The measure of unending love, the limitless courage needed to face all obstacles, the truth which encompasses all things. Wow. Okay, also die Parts sind the measure of unending love, limitless courage. Gott, wir brauchen einen eigenen Zettel nur für dieses Kaffee. Needed to face all obstacles. The truth which encompasses all things. All things. Okay. Wow. Measure. Truth, love, courage, and compassion. Okay. Wow, ihr habt hier sogar... Es hat aber bestimmt einen Grund, dass da der Poison... Ja, da müssen wir durch, wusste ich doch. Du bist... Sloven. Old Hermit, ja. Hast du hier gut versteckt. Wie geht's dir so? Hier ganz alleine, ohne irgendwas zu essen. I'm well, natürlich. Na gut, du hast Fisch vielleicht oder so. Kannst Beeren sammeln. Was machst du hier? I'm a recluse. Das ist schön für dich. I've withdrawn from society. Ja, das hab ich schon verstanden. Ich weiß, was das ist. Ich habe irgendwas das Gefühl, dich müssen wir irgendwas ganz Bestimmtes fragen. Und wir wissen noch nicht, was. Sloven. Fragezeichen. Hermit. Recluse. Society wolltest du nicht. Virtue wolltest du nicht. Health hatten wir schon. Mantra. Rune. Shrine. Kennst du dich mit dem Kodex aus? Ne. Withdrawn. Okay. Gut. Okay. What? Wer bist du? Du bist Seepferdchen. Also ein Seahorse. Also Seepferd sogar. okay.
Blissful. Blissful ist ein Seahorse. Natürlich, natürlich. Das werden wir dann, wenn wir wieder zurück in Britain sind, werden wir das unseren Bekannten erzählen, dass wir mit einem... Also wir haben nicht nur mit Angst gesprochen, wir reden jetzt neuerdings auch mit Seepferdchen. Das ist ja klar. Oh Gott, okay. Health? I'm doing well. Natürlich, du bist ein Seepferdchen, bist im Wasser, alles ist gut. Also hast du rote Augen. Was machst du so beruflich, außer Seepferdchen sein? I know much of the Codex. Das wissen hier offensichtlich viele. Das war ziemlich gut, dass wir hierher sind. The Shrine Ankh knows how to enter the Chamber of the Codex. Sag bloß. The Shrine Ankh. Ah, den haben wir... Ist das der, den wir da getroffen haben? Also mit dem wir schon geredet haben in irgendeinem Kaff? Hab schon gesehen, in Scarabre? Oder gibt's davon mehrere? Hat der Brüder und Schwestern? Oder... knows... How to enter the chamber of the Codex. Nee, der Ankh, mit dem wir gesprochen haben, der wusste, wie wir das, wie wir den Shrine of Spirituality betreten. Okay. Chamber. Ankh. Okay, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du warst der Willkommenstyp. Oldruid, hallo. Name? Oh, Brother, der Brother von Zaire. Oder Brother Zaire, Moment. Unterlagen, mit dich sollten wir was fragen. Oh Gott. Mentorian, listen, Hidden Village, nee, der kennt den Gate, Zaire, three-part key, and a word of passage is needed to enter chamber, ask my brother about word. The kings of the Goodtisville. Okay, brother, Zaire. The kings of the castles, which represent the three principles of virtue, each no, but one syllable of the word of passage. Okay. Word of passage. Gleich drei syllables. Each king of the castles knows one syllable. Okay. Kings. Castle. Was ist sonst noch was? Du bist well, Mantra, Rune, Shrine. Kennst du dich mit Spells aus? Auch nicht. Okay, Zaire. Du weißt doch wirklich nur was über das Word. Syllable? Ne. Passage? Auch nicht. Okay. Das ist er. Oh, da ist noch jemand. Du hast ein eigenes Icon. Du siehst wichtig aus. Hallo. Oh, dich suchen wir. Du weißt vom Gatespell Bescheid. Ne? Von Jingles. Weißt du noch, wer Jingles ist? Weiß ich nicht. Nee, das ist ja nur dein Apprentice. Naja, whatever. Wie geht's dir so? Well indeed, das ist schön. Du bist was? Study Magical Arts. Magic. Arts. There's truth in magic. Das behauptet ja gar nichts anderes. Das don't disagree. No. Gut. Gate Spell. Since thou dost bear the Ankh, I shall tell thee. Ah ja, stimmt. Den haben wir ja ganz am Anfang gefunden. Mhm. Also. A Gate Spell require. Okay. Mentorian. Gate Spell requires Ash, Black Pearl, das ist die einzige Perle, die es gibt,
Ant Mandrake, ne, das ist nicht so hilfreich. Den haben wir nämlich nicht. Okay, danke. Weißt du, wo es Mandrake gibt? Weiß ich nicht. Okay. Danke, trotzdem. War sehr hilfreich. Auf eine wenig hilfreiche Weise. Hallo, kleines Kind. Du hast dich hier aber auch versteckt. You meet a small boy. Das macht ja nichts. Alan, hallo Alan. Wie geht's dir so? Was machst du hier in dem... Ist das eine Höhle? In einem Berg? Was auch immer. I'm fine. Mhm. Job. I know how to enter the abyss. Natürlich, 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 natürlich. Dann erzähl mir das doch mal, Alan. Wie man die... das Dungeon des absolut Bösen und so weiter. The abyss may only be approached by ship. Mhm. Ja, gut. May only... Bei Ship. Ist er also auf einer Insel oder am Wasser oder so? Okay. Ship. The ship must have a magically. Oh wow. Ship must have magically strengthened hull. Okay. Hast du? No. Also, halb, aber kein, nicht magisch und so. Ask Blissful of the Abyss. Okay, ask Blissful. Okay. About Abyss. Wow, das war verdammt hilfreich. Wenn wir hier jetzt auch mal raus... Oh, fuck. Blissfully Line. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier, ich hab lecker Fischstäbchen. Oder was auch immer du isst. Ibis. Meditate at the Shrines of Honesty, Compassion and Valor for 3... Red? Meditate at the Shrines of Honesty, Compassion and Valor for 3 cycles to know how to enter. What? Das haben wir doch. Also Honesty haben wir schon, Compassion haben wir Valani auch schon. Seepferdchen, du redest komisch. Also, was hast du? Honesty haben wir. Compassion haben wir. Vella haben wir da nicht, okay. Okay, blissful. But Abyss. Meditate at the Shrines of Honesty, Compassion and Valor. For 3 cycles mache ich doch sowieso. For 3 cycles. To know how to enter. Mhm. Know how to enter. Müssen wir das vielleicht dann nochmal machen, nachdem wir Avatar sind? Vielleicht. Oder es ist dieses Runending, was wir da gesehen haben. Das ist vielleicht, das ergibt dann vielleicht ein Wort. Moment. Wo habe ich denn meine Tabelle mit den. Mit der Übersetzung. Mit den Runen. Ja, das könnte ein I oder ein J sein. I wahrscheinlich. Justice and Honesty ist I. Nee, Compassion brauchen wir. Compassion ist ein... ein N. Nie. Nie, nie. Die Ritter, die immer... Nee, ich weiß nicht. Okay. Bist du sicher, dass du das meinst? Verstehe dich nicht. Naja, gut. Vielleicht wird es noch klarer. Oh, wir sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde voll. Ja, da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter in Cove. Das scheint ja ein ziemlich wichtiger Ort zu sein. Und gut, dass wir den schon
gefunden haben. Also vielmehr gut, dass wir den Whirlpool gefunden haben, die, glaube ich, auch zufällig erscheinen. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, machen einen Cove weiter, erfahren hoffentlich noch ein bisschen was und gucken danach dann, machen wir weiter mit unserer Quest nach Schrein-Avatar-Werdungen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also, bis dahin. Tschüss.